Sieh dich noch mal in Ruhe um. Beginn, sobald du bereit bist. Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Die zweite Folge steht an. Am Ende haben wir ja unser erstes Häuschen bekommen. Und ich habe natürlich mir gleich ein richtig schönes Fahrzeug ausgesucht. Das haben wir ja geschenkt bekommen, weil wir Horizon 4 gespielt haben. Und ich dachte, komm, den Anfang machen wir direkt mal mit dem Coverfahrzeug aus dem letzten Teil, beziehungsweise auch mit dem Endfahrzeug, denn mit diesem Fahrzeug habe ich tatsächlich auch das Let's Play beendet. Keine Sorge, ich werde es nicht dauerhaft hier mit einem Senna oder mit so einem krassen Fahrzeug fahren, aber ich denke mal, du hast die erste Folge ja sowieso gesehen, da habe ich ja eher auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Auf jeden Fall schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du mit dabei bist. Und ja, wir gucken uns ein bisschen um, was können wir denn machen? Meinen Namen könnte ich nochmal ändern, das mache ich jetzt aber nicht. Wir können auch ein paar Einstellungen anpassen, da mache ich auch mal ein bisschen was. Ich habe nämlich auch ein bisschen was am Controller geändert. Ich glaube, das müsste hier sein. Und zwar, glaube ich, die Toleranz mache ich doch ein bisschen wieder hoch. Ich habe die ein bisschen reduziert. Beim Rest habe ich das eigentlich so gemacht. Da habe ich, ja, so einen Toleranz gelassen. Standardmäßig, ihr seht es ja, wo die anderen Pfeile sind. Also wer jetzt immer nach Controller-Settings sucht, das sind so meine Settings aktuell, die ich jetzt verwende. Da werde ich auch immer gern gefragt. Das habe ich zumindest mal aktuell so. Ja, wunderbar. Ansonsten weiß ich jetzt gar nicht. Haben wir da noch irgendwie groß noch was? Ich glaube eigentlich erstmal nicht. Ich würde dann aber sagen, bevor wir direkt rausspringen, schnappen wir uns nochmal eines der Startfahrzeuge. Vielleicht können eigentlich auch die Viper nehmen, ne? Das Fahrzeug aus der allerersten Horizon-Reihe, ja? Coverfahrzeug des ersten Horizon, so rum, besser formuliert. Und da müssen wir aber die Lackierung ändern, oder? Also der muss ja gelb sein und am besten noch mit schwarzen Rallye-Streifen. Allerdings, ob wir das so einfach ändern können, weiß ich gar nicht. Gucken wir doch gleich mal. Design. Wenn du eine Lackierung für dein Auto willst, bist du hier richtig. Gucken wir doch mal, was wir hier so haben. Oh ja, das sieht doch gut aus. Komplett schwarz und mit so einem Schwarz-Metallic. Ich glaube, das sieht fast schon geiler aus sogar. Das glaube ich mal so. Sehr cool. Ja, so machen wir das. Das könnten wir eigentlich auch noch lackieren. Könnten wir jetzt auch so ein Gelb machen. Aber ich lasse es mal rot. Ich finde es okay. Speichern wir so ab. Dann können wir den ja so ein bisschen tunen. Ja, Tuning habe ich ja noch gar nicht angepackt im ersten Part. So. Aber so ein bisschen können wir ja ein bisschen was machen. So die kleinen Feinheiten. Ne? Wenn du wir müssen eigentlich den Motor mal anhören, oder? Willst, geht das hier. Ja, weil Viper war ja im letzten Horizon klangtechnisch eher so ein Rasenmäher. Ist es immer noch ein Rasenmäher? Definitiv nein. Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall nach einem Viper-Motor. Wir können auch einen 7,7 Liter V12. Nee, wir bleiben. Das lassen wir so. Sehr schön. Ja, das lassen wir auch alles, glaube ich, erstmal. Hier hast du alles, um deine Aerodynamik zu ändern. Auch das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir könnten aber die Reifen anpassen. So, was hat er? Er hat aber schon Sportreifen. Wir könnten jetzt halt auf Semi-Slicks gehen. Neue natürlich in dem Teil Full-Slicks. Das wollen wir aber vielleicht jetzt nicht. Driftreifen gibt's auch. Also, ach komm, Semi-Slicks, was soll der Geiz, oder? Machen wir einfach drauf. So. Breite und so lasse ich aber. Schade, dass er keine Spurverbreiterung bekommen hat. Das würde dem, glaube ich, ganz gut stehen. Hier kann man einen Antrieb auswählen. Also ein bisschen sportlicheres Getriebe, oder? Machen wir mal so ein Renngetriebe rein. Auch toll natürlich bei dem Teil, dass wir hier verschiedene Renngetriebe, also verschiedene Ganganzahl wählen können. Ja, bis hier zum 10-Gang sogar ist alles möglich. Ein Differential können wir vielleicht auch reinhauen. Ein Renndiff, so. Und hier passt du dein Handling an. Machen wir mal Rennfahrwerk mal rein. Stabi. Also ein bisschen 0815 ein bisschen reinklatschen. Bremsanlage. Ja, machen wir mal. Ja, machen wir mal. Machen wir Sportbremsanlage, das sollte eigentlich passen. Und Teile für deinen Motor? Hier. Ja, und die wirklich tollste Neuerung ist, wir können auf tatsächlich PS umstellen. Nicht mehr in KW, nicht mehr das große Umrechnen. Was auch cool ist, im anderen Abgasanlage klingt er auch ein bisschen anders, wobei bei dem jetzt das gar nicht so krass auffällt. Also ein bisschen machen wir einfach mal rein, komm, so. Das reicht doch. Wir wollen ja auch nicht jetzt ewig im Tuning-Menü verweilen, aber das wollte ich natürlich zu Beginn des Let's Plays auch mal ein bisschen zeigen,
Und dann spätestens natürlich in Folge 2. Wunderbar. Wir gehen schon mal direkt raus und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Sehr gut. Wir sind bereit für die nächste Phase des Horizon-Abenteuers. Ramiro hat potenzielle neue Außenposten und neue freischaltbare Eventtypen markiert. Du hast die Wahl. Wo sollen wir zuerst hin? Ja, da haben wir das Hauptfestival. Da gibt es, glaube ich, nichts mehr. Das ist ja alles abgehakt und die anderen sind noch gesperrt. Das heißt, wir könnten jetzt zu Apex, das ist für Straßenrennen. Wir können zu Wilds, Dirtrennen. Wir können zu Baja, Querfeld einrennen. Wir können gesperrt oder wir könnten gesperrt. Nee, es gibt noch Rush, das sind so PR-Stunts. Und Street Scene natürlich, das sind die Straßenszenenrennen. Also mit Verkehr, allem drum dran, so ein bisschen die Illegal Street Racer hier. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen zu Apex, oder? Gleich den weitesten Weg direkt an die Ostküste. Und ja, da machen wir mal die Tulum Expedition. Dann würde ich sagen, auf geht's. Klapp. Schön den Kleber drauf gesteckt. Wes, wir sind startbereit. Komm einfach schnell zu mir. Das wird toll. Bei nächster Gelegenheit enden. Oh, und wie ich bin, da sage ich nicht nein. Ich brauche ja neue Klamotten übrigens. Und wir kriegen 70.000. Die nehmen wir mit. Da war das Tuninger schon wieder locker drin. 100 Metern rechts abbiegen. Fühle mich jetzt gerade so ein bisschen wieder wie in Horizon 1 jetzt mit der Viper. Ja, Horizon 1, der Schandfleck auf diesem Kanal. Dazu gab es nämlich kein Let's Play. Vielleicht muss ich das irgendwann mal noch nachholen. Aber jetzt haben wir erstmal Horizon 5, glaube ich. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt was anderes. So, und da sind wir zum ersten Mal im Let's Play auf dem Highway, auf der Autobahn. Und die hat es diesmal richtig in sich. Hier schon mal direkt ab. In 400 Metern links abbiegen. Das sieht alles so fantastisch aus, ne? Und ja, wie ich in Part 1 schon gesagt habe, ich spiele hier auf dem PC. Und mein PC ist mittlerweile auch ein bisschen in die Jahre gekommen, deswegen kann ich aktuell auch nur auf hohen bis Ultra-Einstellungen spielen. Es gibt aber sogar Extrem-Einstellungen. Also da ist natürlich nochmal deutlich mehr drin. Auflösung ist jetzt WQHD. Aber da ist auf jeden Fall noch mehr Potenzial drin. Und ja, irgendwann wird es ja ein PC-Upgrade geben und dann sieht es auch nochmal ein bisschen besser aus. Also da ist auf jeden Fall Potenzial noch da, aber es sieht auch so schon, finde ich, ultra fantastisch aus. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, die Tulum Expedition. Los geht's. Ein Sturm zieht auf. Horizon Bravo Niner! Hier spricht Horizon Bravo Niner! Hörst du mich? Schau nach oben! Mir nach! Was bleibt dran? Er ist aber sehr unruhig geflogen. Bist du das? Wer sonst? Ich kenne genau die richtige Stelle für eine Festivalerweiterung. Der Weg führt allerdings durch tiefsten Dschungel. Vertraust du mir? Natürlich. Wow. Geil. Sollte ich dir nicht... Dann folge der Straße. Ich leite dich aus der Luft und bete, dass das Wetter hält. Kann es sein, ich freue mich schon richtig auf diese Tropenstürme. Also eigentlich sollte man so ein Unwetter da nicht reinfahren, aber ich habe da echt Bock drauf. Willkommen in Teotihuacan. Für dieses Festival sind wir wohl leider ein wenig zu spät. Der Name bedeutet Ort der Wege der Götter. Die Motorhaube fliegt da vorne fast ab, ey. Geht's nach links? Der Sturmgott scheint uns bemerkt zu haben. Sieht schon geil aus, ey. Mit Blitzen. Rami, sollten wir wirklich auf diesen Sturm zusteuern? Ein bisschen Regen ist kein Grund zur Sorge. Das wussten auch schon die Maya. Es heißt, Chuck schickt Blitze in die Wolken und Regen wird fallen. Und alles okay da oben?
Keine Sorge, ich habe immer noch alles im Griff. Obwohl, sieht aber nicht so aus. Vielleicht doch nicht alles. Ich wollte es gerade sagen. Weißt du was? Lass uns nicht direkt in den Sturm reinfliegen. Horizon Bravo Niner, ich gehe im Dschungel runter. Ja, perfekt. Dschungel ist ja bestimmt die beste Landebahn. Mr. Boden. Ramiro. Alles okay? Ging mir nie besser. Jede unbeschadete Landung ist eine gute Landung. Neben mir ist eine Art überfluteter Tempel. Schicke ein Leuchtsignal hoch. Ui. Hier war schon länger niemand. Sogar die Ausgrabungen wurden aufgegeben. Eine Expedition in eine vergessene Stadt. Wiederentdeckt von dir, Ramiro Luis Miron und dem Horizon Festival. Hey, Rami, und Indiana Jones. Eine Signalstation aufstellen kann. Indiana Ray natürlich. Lass dich nicht bei deiner Lektion in mesoamerikanischer Geschichte stören. Komm mich einfach abholen, wenn du soweit bist. Optionale Auszeichnung. Finde einen Standort für die Horizon Radio Signalstation. Okay, da gucken wir doch mal, was wir ja so alles machen können. Begriff hier die Jadestatue, die Spitzenzentrale Ruine. Das Festival kommt und geht jedes Jahr. Das hier existiert schon seit Jahrtausenden. Okay, hier wird auch schon mal was angezeigt. Ich glaube, hier ist die richtige Stelle für die Horizon Pulse Signalstation. Dann bauen wir das doch direkt mal auf. Ja. Signalstation läuft und sendet. Gut gemacht. Jetzt weiß zumindest jemand, wo wir sind. Vorne haben wir doch auch schon mal direkt was. Sieht doch nach einer Statue aus. Wow. Oh, jetzt habe ich es unterbrochen. Egal. Dann machen wir doch mal schönes Foto hier. Direkt scharf stellen. Und dann gehen wir doch direkt in den Effekte-Modus. Dann machen wir doch hier mal gleich auf Qualität. Ein bisschen eine Blende muss natürlich auch rein. Wir wollen ja nicht geizen. Ein bisschen Kontrast, bisschen Farbe, bisschen Helligkeit, bisschen mehr Kontrast. Wir machen Temperatur leicht kühl. Und den Rest lasse ich einfach mal. Und dann würde ich sagen, drücken wir doch einfach mal ab hier. Bam, sehr schön. Und fortsetzen. Ja, verlassen. So, ja. Ja. Ja, wir machen natürlich alle Bonusaufgaben, ne? Ich habe eine Statue gefunden. Ich mach mal ein Foto davon. Hab schon. Was haben wir hier, ey? Richtiges Gewölbe, ey. Ui. Fantastisch, was? Die Leute damals sind wohl Kilometer weit zum Tempel hergekommen. Aber eben zu Fuß. So, wir müssen ja eh da hochfahren, oder? Machen wir das mal. War das gerade ein fliegendes Auto? Vergiss fliegende Autos. Habe ich da nicht eine Scheune gesehen? Sehe ich mir später an. Also ich habe keine gesehen, aber okay. So, was haben wir denn noch? Hier gibt es bestimmt noch die anderen. Guck mal, hier ist auch noch so eine Statue. Ah ja, Jadestatue, genau, die haben wir ja noch. Ich habe wohl eine der Statuen gefunden. Nicht anfassen, sie ist sehr mächtig. Könntest du für mich ein Foto machen? Na klar. So, ich habe Foto halt auf rechter Stick gelegt, nur falls sich jemand fragt, warum da rechter Stick gezeigt wird. Standardmäßig ist es ja, glaube ich, Steuerkreuz nach oben. Nice. Ja, verlassen wir. So, was müssen wir noch? Finde heraus, wo Ramiro. Ah, okay, wir müssen. Oh, der ist abgestürzt. Stimmt. Dann muss ja irgendwo sein, wo ein bisschen Platz ist, oder? Okay, hier irgendwo nicht. Aber ist es dann nicht sogar direkt dann da hinten? Weil ich meine, finde zum Fortfahren Ramiros Flugzeug und dann finde heraus, wo Ramiro gelandet ist. So irgendwo dasselbe, oder nicht? Ja, ist es auch, wenn ich das richtig da ist jetzt gerade sehe. Unser Exit. Ja, okay, das ist so weiß in einem. Sehr gut. Da bist du ja. Gut. Weiter geht's in Richtung Küste. Die Stürme sind manchmal heftig, aber die alten Völker der Region wussten den Regen zu schätzen. Oh! Oh. Ins Auge des Sturms. Okay, let's go.
Einfach mal hier ins Loch gefallen. Geht's dir gut? Alles gut. Ich hab nicht vor, von der nächsten archäologischen Expedition gefunden zu werden. Boah, guck mal den Sturm an. Es ist definitiv schöner, wenn wir nicht drin sind. Fahren wir! Manche Wege könnten blockiert sein. Ich navigiere. Es gibt wohl nur einen Weg zur Küste. Er führt direkt durch den Sturm. Du kriegst das schon hin. Glaub an dich. Boah. Du packst das schon. Direkt Fritz eingeschlagen. Ein wilden Ritt durch diesen Sturm. Wir kennen keine Angst. Der Babys Auto fast weg. Durch den Sumpf. Fahr nach rechts. Ich Baustelle. Hoffe, du magst es schlammig. Oh, ein Hundi. Such dir Deckung bei dem Sturm. Boah, das mit Blitzen ist schon heftig, ey. Aber geil. Festhalten. Ich feier das gerade richtig. Was? Jetzt? Ah, ich will sie sehen. Ich will sie unbedingt sehen. Ein bisschen warten noch. Okay, das war wirklich knapp. Bitte fahr schneller. Ja, so ein Blitz will ich nicht getroffen werden. Okay, da haben wir die Baustelle umfahren. Sehr gut. Es gießt in ja, Strömen. Also. Gib weiter Gas. An Action mangelt es auf jeden Fall nicht hier zu Beginn des Let's Plays und dieser Karriere. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Dulum ist gleich um die Ecke. Geschafft. Willkommen im schönen Tulum. Danke für nichts, Wetter. Du hast recht, aber die Strände sehen jetzt schön aus. Ja, schönes Wetter. Und direkt an der Küste, so wie es scheint. Sehr gut. Ich glaube, das hier ist die perfekte Stelle. Da könntest du durchaus recht haben. Yeah. Da wird alles abgehakt. Da haben wir gute Arbeit gemacht. Ja, da natürlich der Hinweis für den einen oder anderen logisch, für den einen oder anderen vielleicht nicht. Natürlich werde ich, während die Charakter natürlich sprechen, eher selber nichts sagen dazu, sondern natürlich dann eher schweigen und auch genießen. Nur falls du dich fragst, warum ich manchmal vielleicht mitten im Satz aufhöre zu reden oder halt eben auch manchmal nichts sage. Ja, wir wollen ja auch gemeinsam ein bisschen das alles erleben. Du hast es geschafft, trotz Ramiro, no? Das haben sie aber schnell aufgebaut. Nice. Horizon Apex. Unser erster Außenposten. Bienvenido bei Horizon Apex. Bereit für mein Straßenrennenprogramm? Ja, aber hallo. Straßenrennen, da sehe ich mich. Hier sind die Veranstaltungen, die ich bisher organisiert habe. Darauf habe ich gewartet. Endlich sehe ich, was du wirklich kannst. Okay, das sind die jetzt aufgepoppt. Verdiene 2.400 Auszeichnungspunkte, um Sneaker gefunden, die Abenteuer von Horizon freizuschalten. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir das schon haben, dann sollten wir doch vielleicht auch mal direkt die nächsten machen. Was haben wir denn hier noch? Testtreiber, Horizon Apex. Das ist eine eigene Story quasi zu Apex. Okay, das ist eigentlich auch geil. Da können wir eigentlich auch vielleicht direkt hin. Da haben wir auch ein Spielerhaus, das wir bekommen könnten. Das ist sogar gratis. Wahrscheinlich durch VIP oder sowas, könnte ich mir vorstellen. So ein weiteres Haus. Ich glaube, insgesamt gibt es nur in Anführungsstrichen 7 Häuser im Spiel. Also deutlich weniger als im letzten Teil, aber dafür gibt es halt die Außenposten, was man ja eben im letzten Teil nicht hatte. Da gab es nur das Hauptfestival. Von dem her, das Haus haben wir ja schon. Ja, das ist ja cool. Und dann würde ich sagen, hier guck mal, hier haben wir auch nochmal ein Häuschen, was man quasi freischalten kann. Das ist auch gratis. Okay. Ja, warum nicht, ne? Aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu der Story. Gucken wir doch mal, was uns da erwartet. Die Universidad schickt einen Techniker, der an unseren Festival-Außenposten forschen soll. Und er braucht jemanden, der ihn fährt. Sei nett zu ihm. Es ist mein Cousin Juan. Hola, ich bin Juan Maria Garcias. Die Universidad hat mich beauftragt, an Horizon-Außenposten zu forschen. Rami und Ale, meine Cousins, wollten mich einem ganz besonderen Horizon-Fahrer vorstellen. Und ich nehme an, das bist du. Der Strand. Hier? Ich bin nur hier, um zu helfen. Danke, Juan. Hey, Racer. Dein Name fällt in letzter Zeit öfter. Was du auch tust, mach weiter so. Wir haben große Pläne umzusetzen. Hey, Racer. Das
ist ein Festival-Außenposten vom Horizon Mexiko. Bei nächster Gelegenheit... Man merkt richtig, dass die Reifen hier für den Untergrund nicht gemacht sind. Ich bleib richtig drin feststecken. Das ist halt echt krass heftig, diesen Teil. Das hört ja gar nicht mehr auf da links, oder? Das soll ich ja, glaube ich, auch einfach auf dem Asphalt bleiben sollen. So, dann starten wir doch mal. Gucken wir, was da kommt. Also Tesla bei Horizon Apex. Bereise die Riviera Maya gemeinsam mit Juan alias der Techniker. Okay, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Hola. Ich glaube, ich sollte dir zuerst die Ostküste zeigen. Alejandra sagt, dass echte Racer Strecken vor dem Rennen studieren. Guter Ratschlag. Übrigens habe ich die Universität davon überzeugt, dass sie uns die wunderschönen Strände und die blauen Himmel studieren lassen. Das schreit nach Kraft und Stil. Der Ferrari Portofino ist genau das Richtige. Oh ja. Route steht, Telemetrie läuft. Und Alejandro schaut wahrscheinlich die Übertragung. Sie hätte auch keinen Sumpf auswählen können. Perdoname, mein Freund. Du meinst sicherlich küstennahes Feuchtbiotop. Ja, man sieht auch unten neben der Geschwindigkeitsanzeige, dass da so ein kleines Symbol ist. Das bedeutet, dass dieses Fahrzeug ein Verdeck hat, was man öffnen und schließen kann. Wenn du dagegen hast, nass zu werden, kannst du laut alle hier Bonustafeln finden. Schau später mal vorbei. Danke für den Tipp. Ah, das sollte ich doch nicht verraten. Bitte sag alle nichts. Wird nicht glücklich darüber sein. Allerdings geht es halt nur im Stand, deswegen kann ich das während der Fahrt nicht machen. Aber ja, cool, dass es auf jeden Fall bei einigen Cabrios jetzt geht. Willkommen in Tulum. Die Archäologen der Universität werden sich über unseren Besuch freuen. Oh, das ist ein bisschen zu spät gebremst. Entweder langweilt dich meine Tour oder du willst Cousine Ale unbedingt beweisen, wie schnell du bist. Schnelle Straßen und Meerblick. Die perfekte Location für Horizon Apex. So, ich sortiere mich schon mal ein bisschen links ein, damit ich hier schön ideallinientechnisch rumfahren kann. Aber ich. Boah, okay. Ich nutze mal einen Flashback. Zum ersten Mal im Let's Play. Aber ich dachte, der hat ein bisschen mehr Grip. Aber ich glaube, wir haben hier auch echt nur. Ja, ich sag jetzt mal Billo-Reifen drauf, keine mega krassen Sportreifen oder so. Also, oder vielleicht halt so, ja, vielleicht gerade so Sportreifen, aber man hat ja am Anfang der Folge gesehen, es gibt da nochmal ein paar bessere. Das ist Playa Azul, ein Naturreservat. Wirbel nicht zu viel Sand auf. Ah, so schönes Wetter. Da will man doch glatt Richtung Horizont segeln. Ich meine, faszinierende Klimadaten. Schon gut. Ich könnte mich hier auch verirren. Vielleicht, wenn alle sich unsere Telemetrie nicht anschaut. So, gucken wir doch mal. Das wär, oh, guck mal, wie das blendet, ey, weil die Sonne so krass scheint. Aber es ist so geil irgendwo. Oh, nicht abbiegen. Das wird ziemlich knapp. Ich hoffe, da hinten ist schon das Endziel. Sonst, ja, das steht auch zum letzten Ziel, Leute. Und ich nutze natürlich die perfekte Abkürzung. Juhu, wir haben es geschafft. Das ist die Ostküste. Sehr wichtig für die Teilnahme am Horizon Apex. Ich habe eine Menge Fahrzeugdaten für alle. Aber es gibt sicher noch mehr in der Region zu finden. Ich melde mich. Ja, krieg ich das Auto jetzt geschenkt? Bis bald. krieg schon wieder nicht genug, ja. Aber wahrscheinlich nicht. Haben wir es geschafft. Sehr gut. Auch wenn ich einen Flashback nutzen muss, ja, aber den darf man auch mal ziehen. Hallo, ich bin Anna, deine automatisierte natürliche Navigationsassistentin. Ich helfe dir, Mexiko zu erkunden und biete Auszeichnungsherausforderungen an. Ich wurde mit dem neuen Forza Link-Modul aufgerüstet.
Ich kann jetzt Unterhaltungen mit anderen Fahrern vorschlagen und dir beim Link-Up helfen, um gemeinsam zu spielen. Forza Link verfolgt deinen Status und den von Menschen, die du online triffst, und schlägt vor, wie ihr euch vernetzen und miteinander spielen könnt. Immer wenn das hier aufleuchtet, gibt es neue Vorschläge, wie du dich mit anderen Link-Fahrern vernetzen kannst. Hey, mi amigo! Ich habe mit dem Fachbereich für Ökologie der Universität geplaudert. Besuch mich, wenn du soweit bist. Ökologie? Schon unterwegs. Okay, wir können direkt die Story fortsetzen, dann machen wir das doch. Jetzt hat das Spiel aber automatisch Anna aktiviert. Oh ne, hat's nicht. Okay. Ich habe immer noch die Telemetrie. Weil ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich ja Telemetrie. Okay, jetzt ist die Anzeige auch angepasst. Ja, dann kein Rennen. Mensch, heute kein Rennen, aber ist ja auch okay. Dann machen wir. Also es ist ja auch mehr oder weniger ein Rennen, ne, wenn man das hier. 400 Meter rechts abbiegen. Von lauter irgendwo anders hingucken, ne? Lässt sich so leicht ablenken hier. Aber das nehmen wir jetzt noch mit hier in dieser zweiten Let's Play-Folge. Und die Eindrücke sind einfach so. Ja, also man wird sowas von überrannt einfach mit den Eindrücken. Das ist echt krass. Du hast dein Ziel erreicht. So, Arena de Fiesta. Sammle die Telemetriedaten in der Riviera Maya, indem du dein Können zeigst. Okay. 120.000 Punkte. Also das heißt, da müssen wir irgendwelche Fähigkeiten mal zeigen, die wir können. Wie auch immer. Das Forschungsteam hat unsere Aktion gesehen. Gute Nachrichten. Wir dürfen eine Untersuchung in Playa Azul durchführen. Dieser M-Sport Fiesta ist unser Forschungsfahrzeug. Sehr wissenschaftlich, oder? Was soll ich denn tun? Punkte sammeln! Geil, M-Sport Fiesta. Ganz einfach. Wirbel so viel Sand wie möglich auf. Ich erfasse die Daten. Und die Fähigkeitsketten. Wenn es der Wissenschaft dient. Auf zum Strand! Da findest du Sand in rauen Mengen. Und natürlich Fähigkeiten. Ich glaube, die Universität möchte wissen, wie sich schnelle Autos auf Urlauber am Strand auswirken. Die Aufregung nimmt zu, wenn die Bodenhaftung abnimmt. Siehst du? Das wirkt wie willkürliche Zerstörung, aber wir wissen es besser. So sieht's nämlich aus. Ja, immer schön durchs Gelände. Wie viel muss man nochmal für 3 Sterne? Ich hab's schon wieder vergessen, egal. Am besten einfach nicht irgendwo dagegen crashen und die Kette verlieren. Und immer schön den Multiplikator aufsammeln. So, er hat gesagt zum Strand, aber Strand ist ziemlich lame, oder? Da gibt's doch gar nichts großartig. Ja, man braucht halt auch einfach auch mehr ein bisschen diese Zerstörungsfähigkeiten, sonst macht das ja alles irgendwo keinen Sinn. Okay, 120.000 müssen wir haben. Das heißt, ja, haben wir aber noch ein bisschen. Das reicht nämlich noch nicht ganz. Aber ist ja relativ easy eigentlich. Wenn man weiß, wie halt, natürlich, ne? Wenn man weiß, wie. So, jetzt haben wir ja mehr als genug, auf jeden Fall. Wenn das akzeptiert. Sehr schön. Achso, muss ich noch mehr machen? Ne, muss ich nicht, aber ich könnte, ne? Machen wir mal halt so lang. Wir haben ja noch 1 Minute 30. Machen wir noch ein bisschen. Nehmen wir noch ein schön paar. Ein paar Auszeichnungen. Die können wir ja auch immer schön brauchen. Ja, das Auszeichnungsmenü haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Das haben sie sich so ein bisschen inspirieren lassen von der Lego-Expansion. Ja, richtig, gehört Lego von Horizon 4. Und ist eigentlich ein fantastisches System, was sie da jetzt ins Hauptspiel übernommen haben. Das ist sowieso, ja, so halt Auszeichnungspunkte. Da gibt es halt verschiedene Sachen, wie man die bekommt. Irgendwie hier zum Beispiel einfach was abschließen oder Fähigkeiten sammeln oder sonst was. Und da kann man dann auch später gezielt diese Sachen halt machen. Also die sind natürlich auch richtig schwierige Herausforderungen. Klar, am Anfang jetzt hier vom Spiel wird man dann natürlich, da spielt man einfach und kriegt die dann quasi ganz automatisch. Aber später irgendwann, wenn du dann halt wirklich so die letzten Auszeichnungs,
Geschichten halt schaffen willst, dann musst du schon gezielter dann daran gehen. Und dann gibt es halt ein extra Menü, wo man das auch nachgucken kann. Okay, welche habe ich schon, welche habe ich noch nicht? Was fehlt mir noch? Wie auch immer, weil manches bauen ja auch so ein bisschen aufeinander auf. Ja, das wird schon richtig cool. Also ich habe richtig Bock auf dieses Let's Play. Ich kann es immer wieder betonen. Und ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Das ist alles erst der Anfang von dieser ganzen Story. Und natürlich nach der Story, so gesehen, geht's ja dann erst richtig los mit dem Let's Play. Aber dazu, ja, in vielleicht ein paar Wochen, Monaten mehr. Ich schicke die Daten an das Forschungsteam. Sieht aus, als hätten wir, was wir brauchen. Das nenne ich Style. Dank dir kann die Universidad Playa Azul für Einheimische, Rennfahrer und Touristen in Zukunft interessant gestalten. Ja, sehr schön. Dann haben wir das auch geschafft. Kapitel 3 werden wir wahrscheinlich jetzt auch direkt schon freigeschaltet bekommen. Würde ich jetzt mal glauben. Eieiei, Cousine Ale hat angerufen. Ich brauche dich hier unten. Ist alles in Ordnung? Ja und nein. Beeil dich bitte. Hey Racer, es ist soweit. Zeit für ein Abenteuer. Die Sache ist die, es geht nicht nur um Erweiterung. Wir wollen auch bestehende Außenposten ausbauen. Mit größeren Rennprogrammen und mehr Events. Expeditionen ins Unbekannte. Oder neuen Abenteuern vor unserer Tür. Es liegt ganz bei dir. Wonach steht dir der Sinn? Okay, da können wir schon mal ein paar Sachen auswählen. Wir können jetzt auch zum Beispiel Rush oder Streets-Szene machen. Ich würde aber sagen, ja, warte mal, wir gucken uns das einfach mal an. Was gibt's denn hier? Also, wir könnten jetzt die nächste Watcher-Geschichte machen, dass das da weitergeht. Den Goliath. Alles klar, aber den müssen wir uns natürlich ein bisschen eher gegen Ende aufheben. Das ist ja wohl selbstverständlich. Aber den könnten wir jetzt schon freischalten. Das ist ja krass. Okay, was haben wir noch? Apex. Da können wir natürlich auch ein bisschen was machen. Kolossus, klar, okay. Oder halt ein neues Festival. Ich würde, glaube ich, bin jetzt gerade überlegen. Ich würde, glaube ich, sogar noch ein zusätzliches Festival vielleicht. Ja, lass diese Entscheidung doch vielleicht einfach beim nächsten Mal treffen. Ja, der Punkt geht ja nicht verloren. Weil ich würde tatsächlich diese zweite Folge hiermit jetzt quasi beenden. Hier können wir auch wieder Link machen. Machen wir aber nicht. dann würde ich sagen, dann beenden wir das Ganze hier an dieser Stelle, in dieser zweiten Folge. Wir haben eine Menge zu tun. Ja, wenn wir allein mal jetzt auf die Karte gehen, hier gibt es die nächste Story, die machen wir natürlich auch noch fertig. Vielleicht machen wir das auch gleich zu Beginn. Und wir sehen auch schon, Eliminator wird uns vorgeschlagen. Viele, viele Rennevents, oh mein Gott. Also, wir haben eine Menge zu tun. Und uns wird ganz, ganz bestimmt nicht langweilig. Ich glaube, das kann man schon mal so sagen. Ja, wunderbar. Dann, wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn du dann auch bei der nächsten Folge wieder am Start bist. Ich denke mal, so lange musst du gar nicht auf die warten. Ich bedanke mich. Bis dann. Ciao.